Buh, das zieht hier draußen aber im kalten Wind. Ich würde sagen, dann gehen wir mal rein und besuchen die netten Herren Graubärte. Jedenfalls vermute ich, dass die Graubärte Herren sind, weil ihr wisst schon, graue Bärte und so. Huch, Rottgar. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Hallo? Graubärte? Du bist ein Graubart, das sieht man dir doch gleich an. Ein Drachenblut erscheint, gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Du hast mich ja auch gerufen. Ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Ich hab Gabeln. Ich esse mit Gabeln. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Demonstriere deinen Schrei und erbittliche Macht. Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. So? Ach, ich soll dich anschreien, oder wie? Weil du den Dings da hast. Keine Angst. Euer Schrei wird uns nicht verletzen. Kann ich auch, Kollege Waldbrand. Röchel. Ihr seid es. Willkommen in Hochwodka. Ja, hi, was geht ab? Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Schnecken. Wer seid ihr und was ist das hier für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Was soll man das bedeuten? Ihr steht in Hochrodka am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. So, so. Ich folge eurem Ruf, Meister. Ich bin bereit zu lernen. Ja. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Das ist schon mal die halbe Arbeit, oder? Die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen. Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen. Du, völlig richtig. Jetzt so habe ich das auch im Tagebuch geschrieben. Ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Meister Einhard? Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Okay. Oho, guck mal. Es leuchtet ja. Ja? Ach so. Wort der Macht gelernt. Gleichgewicht. Unerbittliche Macht. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber ja, mit der Gabe gesegnet. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von... Einer sieht aus wie ein Fisch. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben. Ach, das finde ich nett, Einhard. Lass mich mal teilhaben. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun in Praxis könnt.
nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Was für Ziele? Ich das Ziel? Gefällt mir. Na, noch ein Ziel? Komm schon. Bin gerade voll drauf. Gut gemacht. Wieder einmal. Ich mach alles gut, immer, überhaupt. Und sowieso. Viglossar? Kann ich das auch lernen? Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Ah, ich bin halt der Typ. Hehe, gefällt mir. Mehr. Beeindruckend. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Ja, so sieht's aus. Ich bin eure ja auch Steffen. Die Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Wer ist ein Meister Bori? Bist du das? Bori. Warum heißt du eigentlich Bori und nicht Bori? Das ist ja merkwürdig. Fast als wäre Bori inkorrekt und Bori korrekt. Aber was weiß ich schon? Ich habe ja nur die Originalversion bereits gespielt, wo er Bori heißt und nicht Bori. Ach, das ist eine Tür, da geht's raus. So, Nils Bori, dann bring mir mal was bei. Stapf, stapf, stapf. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult. Aha, Wult. Deus Wult? Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Ja, okay. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Zack. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Muss ich den jetzt ausrüsten? Ich denke ja. Schreie. Wirbelwind-Sprint. Na, Meister, was habt ihr vor? Wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Wolfgar, hau rein! Seid ihr dran. Meister Bori, Max. Und jetzt. Okay. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Okay. Ich stehe neben dir. Schnell. Na, war das gut? Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Bla bla bla. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ach komm. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Schule. Geht der Ustigraf? Dann werdet ihr wiederkehren. Okay. Warum kehren denn die Drachen zurück? Hat das etwa was mit mir zu tun? Ich bin super special. Ich bin eine Schneeflocke. Die Drachen kommen nur wegen mir. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ach, es ist tatsächlich. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Ihr könnt mir sicher noch mehr erzählen. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraus haben.
Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Darf Lasst ich das nicht selber entscheiden, was ich verstehe und was nicht? Zu der Arroganz der Macht verleiten, wie schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Also Entschuldigung, die Arroganz der Macht kommt jetzt nicht nur dadurch, dass ich ein Drachenblut bin. Die ist von Natur aus in mir drin. Was bedeutet es eigentlich genau, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Hallo, ich bin bereit. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. Mhm. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Ja, so sieht's aus. Und es gibt hier nur 4 von euch? Mehr nicht? 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Aha. Wann kann ich denn Parthornax, euren Anführer, treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Das klingt wie eine lahme Ausrede. Erzählt mir was über die Graubärte. Was macht ihr hier so? Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windruf. Ach, Jürgen aus der Personalabteilung. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Wer war Jürgen Windrufer? Er war im Großen Krieg ein Anführer der Alpen Nord. Ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Aha, das ist also der Weg der Stimme. Beziehungsweise, was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wieder... Ja, das hattest du schon erklärt. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Das klingt merkwürdig, wo sie doch so praktischen Nutzen in der wirklichen Welt hat. Wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Ja, aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Ah! Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Das finde ich ja gut. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Das finde ich recht knorke von euch. So, die anderen habe ich alle gestellt. Ja, dann danke für das nette Der Gespräch. Himmel über euch
die Stimme in euch. 4 von 5 Sternen, ich würde euch weiterempfehlen. Was ist das denn? Oh, da ist ja Wind. Au. Aua, au. Okay, das ist wahrscheinlich der Weg zum Gipfel, wo der Paarhufer wohnt. Da darf ich noch nicht rauf. Erst wenn der Weg mir, die Stimme mir den Weg öffnet, dann weiß ich, dass ich bereit bin. Oder irgend so ein Quatsch. So ein kryptischer Scheiß. Gehen wir mal wieder rein, das zieht hier oben. Rums. Warum schwebt das Ding hier oben? Guck mal, das schwebt, da ist ein Spalt zwischen. Na, wir gucken uns mal ein bisschen um, oder? Wollen wir mal schauen, was es hier so Leckeres gibt. Ah, ein Geier. Möge der Himmel. Bla bla bla. Nee, das habe ich dich alles gerade schon gefragt. Möge der Himmel leiden, ja. Oh. Das stört die bestimmt nicht, wenn ich das mitnehme, oder? Überhaupt, warum ist das Clown, wenn ich denen das mitnehme? Ich bin doch das Drachenblut. Die existieren doch nur, um mir zu huldigen. Oder sehe ich das falsch? Huldigt mir. Ich bin Drachenblut. Wie wachsen hier drin Blumen? Hier ist überhaupt gar kein Licht. Hier wäre ein bisschen Licht. Da könnte man hier so einen Pflanzkübel hinstellen. Aber... Bori? Du schläfst merkwürdig. Was sagt denn der gute Bori? Nichts, der stöhnt nur rum. Weck mich nicht, Alter. Legt sich wieder hin. Ja, konzentrier dich. Was habt ihr noch Schönes hier um die Ecke? Ein leerer Korridor, schön. Ruhig zum Eingangsbereich. Ach, wie schön, eine Tafelrunde. Hier kann man schön im Feuer sitzen und na, was steht da denn? Go Giants, go? Keine Ahnung, ich kann das nicht entziffern. Hier noch irgendwas super interessantes hier, irgendwie so ein Drachen angekettet oder so. Was mich auch wundert, hier geht keine Tür raus, aber draußen sah ich noch Türen, die quasi rechts und links vom Haupteingang reingingen. Ich gehe noch mal kurz raus und guck mir das an. Sofern ich mich nicht täuschte, waren da Türen. Ah, guck mal hier. Also, wenn ich hier reingehe, komme ich wo raus? Beziehungsweise rein? Ach, hier ganz am Ende ist doch eine Tür. War ich nur zu blind, die zu sehen, oder was? Ja, war ich. Ach, gut zu wissen. Bin nur zu blind und zu blöd. Ach, eine überflüssige Nische, mehr nicht. Gut, gut, dann haben wir alles Wichtige erfahren. Und sollen dann losziehen, um das Horn von Jürgen Windrufer zu holen. Der gute Jürgen, der wartet bestimmt schon auf sein Horn. Mal kurz, upsala, nee, immer die falsche Taste. Inventar ist fast voll. Ich würde sagen, nächster Aufenthalt ist Stadt und dann ist der nächste Aufenthalt das Horn von Jürgen Windrufer, oder? Das klingt doch nach einem guten Plan.